Herzlich willkommen bei Michaels Welt. Heute, ich kriege den Karton noch nicht mal richtig drauf, von Bluebricks Pro Gallione, die Nummer 104122, 5515 Teile für 239,95 €. Das Modell soll 83 cm lang, 33 cm tief und 65 cm hoch werden. Naja, wenn die sagen, allein der Karton, deswegen habe ich mal einen Zollstock liegen, ist schon stattliche, sagt man, 73 cm lang. So, das Ding weg. Ups. Rückseite komplett Inneneinrichtung, überall. Sagt der Karton. Packen wir mal aus. Ich erwarte da drin Baugruppen und eine Anleitung. Ach ja, by the way. Einer hat gefragt, ob ich das nicht mal langsam leid wäre, immer Bluebricks zu bauen mit schlechter Qualität und so, von wegen. Nö, bin ich nicht. Niemand anderes stellt sowas her. Und die Qualität wird immer besser. Und die Anleitung auch. Und wenn ich was zu bemängeln habe, dann nur damit, falls die das mal sehen, das auch umsetzen und es wirklich noch besser wird. In dem Karton, ein Karton, wo ich zu blöde war, den richtig aufzumachen, und drei Kartons, A, B und C. B und C packe ich weg, guck mal, was in A drin ist. So, das war in dem Ding A drin, also die Baugruppen 1, 2, 3, 4. Keine Bauanleitung. Mal gucken, wo die drinne ist. Das ist ja wie Ostern hier. Genau so hätte ich das auch gemacht. Die Anleitung. Da ist ein goldener Faden drin. Irgendwo wird man den für brauchen. Die war natürlich in Baugruppe, also in dem Karton C drinne. Genauso wie da hinten die eine Tüte, die überhaupt nicht beschriftet ist. Nee, ist klar. Packe ich in die unbeschriftete in das letzte Ding rein. Man wird es ja schon finden, man sucht ja schließlich die Anleitung. Naja, trotzdem, ich gehe mal los, melde mich bei den einzelnen Bauschritten, wenn eine fertig ist, und ansonsten, wenn alles fertig ist. Wie oft melde ich mich denn? Im Idealfall 9. Im Idealfall 9-mal. Schauen wir mal. Baugruppe 1 ist abgebaut oder fertig gebaut. Das sind die Teile, die übrig sind. Das Schiff ist riesengroß. Also ich werde das wohl immer in Etappen filmen müssen. Das ist das Schiff. Zwei von diesen langen Stangen, 12er Stangen, die sind in einer gemeinsamen Tüte drin. Das ist eine Gefängniszelle, wo ich noch nicht so ganz mit zufrieden bin. Das ist glatt, die Einzelteile davon. Die liegen ja einfach nur so lose drin rum. Ich wüsste aber auch nicht, wie man sie befestigen muss. Das ist nicht ganz so schön. Ja, und hier haben wir die Schatzkiste. Und diese beiden Teile in der Schatzkiste, die liegen da auch nur lose drin. Da ist kein Deckel drauf. Also die können auch hin und her schlackern. Da man das Ganze höchstwahrscheinlich nicht auf den Kopf stellt, fallen die auch nicht raus. Aber da man das Schiff noch oft drehen muss, wird zumindest das Skelett ganz gut durchgeschüttelt. Die Türen könnte man öffnen, auch die Gefängniszelle, das ist so gebaut, aber naja, wer macht das? Das ist ein, ich baue es zusammen, freue mich und stelle es hin, Modell. Ich baue das so, weil das in der Anleitung steht, aber irgendwie macht das keinen Sinn. Diese Steine hier, die sollen da auch so hin, laut Bauanleitung. Aber dann mache ich die Dinger da oben drauf. Dann hätte man doch von vornherein auch gleich unten Noppen machen können und nicht nur hier vereinzelt mal eine Noppe. Verstehe ich nicht. Baugruppe 2 ist abgeschlossen. Das ist so ein dunkelbrauner, einer mit Loch. Also das hier sind die Teile, die über sind. Ne? Allerdings fehlen von den dunkelbraunen Einern ohne Loch zwei Stück. Und da ich auch keine dunkelbraunen Einer mehr so hatte, habe ich dann da zwei schwarze gemacht. Kann man nicht sehen, ist da hinten im Bett ganz hinten versteckt. Ja, eigentlich fehlt nur einer. Ich hätte ja den mit Loch da trotzdem einbauen können. Trotzdem, das ärgert mich so ein bisschen. So sieht es im Moment aus. Also, das Ding kann ich nicht mehr im Ganzen zeigen. Ich muss einen Schwenk rüber machen.
das wird ein Riesenklopper. Weiter geht's mit Baugruppe 3. Könnte doch Sinn machen. Ich habe mich doch vorhin drüber mokiert, dass hier keine durchgängigen Plates mit Noppen drauf sind. Das scheint so zu sein, dass hier dieses ganze Teil später mal herausnehmbar ist, damit man reingucken kann. Und da genauso. Also macht anscheinend doch Sinn. Baugruppe 3 ist zu Ende. Das bisschen ist übrig geblieben. Wir haben, ich drehe das mal nicht, weil die beiden Seiten sind ziemlich gleich, ziemlich viel von dieser Seitenwand erstmal gebaut. Und tatsächlich, das soll so sein, dass dieses hier wohl später rausnehmbar ist. Vorne so ein bisschen fertig gemacht noch, was man überhaupt später, glaube ich, überhaupt nicht mehr sieht. Selbst da in der kleinsten Ecke ist noch jede Menge Deko drinne. Und vorne heißt das Ding Bugspriet. Ich komme zwar von der Küste, aber damit kannst du mich jagen. Müsste der Bugspriet sein. Hübsch. Bauschritt 4 ist abgeschlossen. Das sind die Teile, die über sind. Fangen wir mal vorne an. Die ersten zwei Kanonen sind vorne drin. Anker. Sehr, sehr viel Dekoration innen drin. Wirklich viel Dekoration. Hinten im Heckbereich einiges dazu gekommen. Weitere zwei Kanonen. Überall Dekoration. Und eine total tolle Heckansicht mit dem Steuerrad. Weiß gar nicht, war das eben schon dran beim letzten Mal? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall unwahrscheinlich viel Dekoration dazu gekommen. Klasse. Ich bin immer noch schwer begeistert von diesem Bausatz. Da ist bis jetzt jeder Cent wirklich gut investiertes Geld. Aber nicht den Tag vor den Abendblumen. Weiter geht's mit Baugruppe 5. Problem. Baustufe 5, 5, 5, 6. Also, in dieser Zeichnung ist das so, kann man schwer sehen, dass hier vorne ein Absatz ist. Ja, ich fange mit dem da an, auf den zweiten. Ja, das macht Sinn. Verstehe ich. Auf diesem ist das aber so, dass das vorne dran ist und hinten die Kante ist. Ja. Und das Ganze macht auch Sinn, weil da wird das eingebaut, also in die Mitte. Das heißt, hier, wo diese Doppelaufnahme ist, da passt vom Platz her auch dieser Überhang hin. An dieser Stelle kann kein Überhang hin. Erstmal ist da nur ein Einer frei. Kann man schlecht sehen. Muss man mir glauben. Da ist nur ein Einer frei, aber hier ist auch das Bett. Wie soll denn da dieser Zweier denn dazwischen passen? Versteht ihr? Passt nicht. Also muss man das irgendwie so bauen in etwa, dass das so aussieht. Also Eigeninitiative. Also ich habe das Teil so zusammengebaut jetzt wie in Schritt 5, 6. Das ist hier, wo das rüber steht. Da habe ich jetzt die Kante bündig. Und am Ende den hinten so. So habe ich das gemacht. Hier sind sie mit einem verrutscht. Der hätte dahin gemusst. Also hier im Schritt 5, 5 aufpassen, sonst passt das nicht. Ja, wenn man mal guckt, bei 5, 7 und so, das ist auch konsequent so weitergebaut. Ja, ist ein kleiner Fehler in der Bauanleitung drin. Habe ich doch tatsächlich anderthalb Minuten überlegen gekostet. Bauschritt 5, 25. Es dreht sich um dieses wunderschöne Teil hier. Das muss ich 34 Mal bauen. Das sind die Bauschritte dafür. Es sieht nachher toll aus, aber das ist doch eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Die Teileliste. 34 von dem einen, 102 von den anderen, 204 von dem. Das sind weit über 300 Teile, die in einer einzigen Bauschritt verbaut werden. Naja, dann froh geschaffen. Baugruppe 5 ist abgeschlossen. Hauptsächlich drehte sich das da hinten um diesen Bereich. Und hier diesen mittleren Bereich. Und dann von hier bis hier hoch, von hier vorne.
Ja, wirklich, das Schiff ist sehr, sehr lang bis da. Und zwar beide Seiten. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist, das habe ich alles über. Entweder die von Bluebricks haben da wirklich viel zu viele Teile reingemacht. Oder was ich eher glaube ist, ich habe irgendwie eine falsche Tüte noch mit aus Versehen mit aufgemacht. Naja, schauen wir mal, was dabei rauskommt noch. Jedenfalls verbaut wurden, hätten die noch nicht gesollt. Ich habe alles richtig gemacht. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bauschritt 6. Ich habe die Befürchtung, dass bei mir eine komplette Tüte 6 fehlt. Ja, ich habe bei den 9 geguckt. Weil mir fehlten 2x4. Die habe ich jetzt aus einer Achtergruppe entnommen. Nein, aber von diesen 2x2 mit diesen Radaufnahmen, da fehlen mir auch jede Menge Steine. Na, das wird spaßig rauszufinden, was da alles fehlt. Das ist aber jetzt ärgerlich. Ich habe hier alles abgesucht. Das ist übel. So, ich bin immer noch hier bei Bauschritt 6, 10 und so. Ich bin aber genug einzusehen, wenn ich mal Murks gemacht habe. Ich habe vor ein paar Bauschritten gesagt, es fehlt mir zwei braune Einer. Nee, ich habe dieses Teil ein zu hoch gemacht. Da habe ich jeweils einen braunen Einer zu viel gehabt, deswegen fehlen die da. Aber nichtsdestotrotz, für diese Kanonen, diese Radaufnahmen-Dinger, wie immer die auch heißen, da fehlen mir 16 Stück alleine und 2x4 in Nougat. Also da fehlt, glaube ich, ein kompletter Beutel. Ich habe alles durchgesucht. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele Teile nachher insgesamt fehlen. Also irgendwann heißt das heute bestimmt Baustopp. So, nach, ich weiß nicht, waren es 2 Wochen, 3 Wochen, sind dann die Nachlieferungen gekommen. Aber ich glaube, Lubrix will mich ärgern. Von dem Teil haben sie mir viel zu viel reingepackt. Dafür haben sie von dem Ding mir zwei zu wenig reingepackt. Das machen sie doch jetzt echt, um mich zu ärgern, oder? Das Problem waren die Dinger. Die brauchte ich für die Kanonen. Die habe ich nicht in meinem Fundus. Die habe ich zwar auch nicht in meinem Fundus, aber ich habe genug Einer und Zweier in Rot. Das kriege ich schon irgendwie jetzt hingemacht. Das ist doch echt nervig, sowas. Und auf die Frage, Michael, warum baust du denn immer noch was von Bluebricks? Das wird ein Schiff. Eine recht große Galeone. Galeone, wie auch immer, mit 20 Kanonen. Sowas gibt es von keinem anderen Hersteller. Deswegen bin ich leider darauf angewiesen, das Ding von Bluebricks zu kaufen. Also langsam, ich habe wirklich in den letzten Wochen anscheinend immer das Glück, die Montagsmodelle zu erwischen. Nochmal warten, jetzt wieder 2, 3 Wochen, bis die Teile kommen. Ne. Bauschritt 719. Die roten Reihen kommen da oben rauf. Durch den langen Baustopp hatte ich schon wieder völlig vergessen, dass hier die zwei Seitenwände auch ausnehmbar sind. Als ich diese Dinger da oben schön drauf gedrückt habe, passierte natürlich das, was passieren musste. Es ist auseinandergebröselt. Ich habe es damit. Ich habe tief durchgeatmet, habe alles wieder zusammengebaut. Ich hoffe, da kommt oben noch mal irgendwas ran, was sich ein bisschen gerade zieht. Und bei diesem Teil baue ich erst die Dinger drauf und setze dann die Seitenwand wieder rein. Bauschritt 714. Klasse! Mit diesen Dingern werden die Seitenwände fixiert, dass die nicht mehr so rausfallen können. Finde ich gut. Schöne Lösung. Einfach und wirkungsvoll. Bauschritt 8-10. Dieses Segment mit dem Ruderboot muss da rein. Das wird aber so nicht reinflutschen, weil diese grauen Dinger, die halten ja diese Bordwand, die sind ein bisschen im Weg. Also die beiden losnehmen, vorsichtig die Bordwand, kleine Stück zur Seite, das Segment rein, Bordwand wieder hin, die Dinger rein und alles wird gut. Steht nicht in der Bauanleitung, ist eigentlich auch ersichtlich. Ja, sieht aber hübsch aus. Also das wird ein wahnsinnig tolles Boot. Alleine mal nur so zwischendurch mal eben, wie viele Details da sind. Fantastisch. Bauschritt 839. Wir bauen ein Buch. Das kommt nachher auf den Tisch. Ups, auf den Tisch. Und das verschwindet nachher da drinne. Deswegen, man beachte, Prints, keine Sticker, Prints. Und das an einer Stelle, wo man später sowieso höchstwahrscheinlich nie wieder was von sehen wird. Also dieser Bausatz, der begeistert mich. 869.
Die Kapitänskajüte ist fertig. Total klasse. War ein bisschen frickelig da reinzumachen, also um hier an der dann vorbeizukommen. Aber nachdem es drin ist, ist super. Das ist so ein Bausatz. Man baut und baut und baut und schubst es noch eine ganze Ecke weiter. Aber das ist ein Riesending, also da muss man echt Platz für haben. Aber hübsch ist es. Richtig hübsch und bringt Spaß zu bauen. Keine Probleme. Das baut sich einfach so munter vor sich hin. Schön entspannt. So muss Tempostein sein. So, die Gallione ist fertig. Es ist ein Haufen Teile übrig geblieben. Der Teiletrenner natürlich. Ich vermute mal, dass diese Teile hier vorne, dass die in einer Tüte drin waren. Und eigentlich hätte da eine andere Tüte drin sein müssen, weil mir fehlten ja auch ein Haufen Teile. Deswegen hatte ich auch ein paar Wochen Baustopp. Naja. Und jetzt versuchen wir mal das große Ding irgendwie mal zu zeigen. Ein Riesenschiff. Also kriegt man fast nicht in Gänze drauf. Ein riesen Eumel. Vorne, der Bugbereich. Überall, wo man hinguckt, ist irgendwie Dekoration. Oder aber irgendetwas an Kleinigkeiten. Wir fangen mal oben, glaube ich, mit dem Deckaufbau an. Man kann die ganzen Einzelteile rausnehmen, wenn man zarte Finger hat. Ich nicht. Bei mir bröselt das dann immer auseinander. Ups, da waren Segel im Weg. Zu dicht dran. Ja, 20 Kanonen. Wer hier mitzählt, kommt natürlich nur auf 9. 9 auf der anderen Seite und 2 hinten. Selbst oben in den Krähennestern noch Dekoration drin. Wahnsinn. Besonders viel Dekoration hinten im Heckbereich. Das Ding ist so lang. Also ich muss mal eben tatsächlich einmal kurz Stopp machen und neu wieder anfangen, damit ich da Licht hinkriege. So, und das ist die Heckpartie. Nicht verschweigen möchte ich, diese beiden, die müssten eigentlich direkt nebeneinander sein, aber die Aufnahme dafür ist ein falsches Teil gewesen. Und ich sehe das aber nicht so schlimm, dass es Dekoration, ob das jetzt direkt dicht aneinander ist oder lediglich ein bisschen weiter auseinander ist. Das macht den Kohl nicht fett, sage ich immer. Aber ist das nicht eine wunderschöne Gallione? Also wer Schiffe mag, wer Schiffe so aus dem Mittelalter mag, Kriegsschiff, ja, es ist ein Kriegsschiff, aber das hilft ja nichts. Klasse, Preis-Leistungs-Verhältnis super. Das Ding ließ sich also wirklich locker flockig wegbauen. Ich bin richtig begeistert von dem Schiff. Dass ich jetzt mal wieder ein Montagsmodell hatte, wo ich falsche Tüte mit Teilen drin hatte, geschenkt. Nochmal die Masten so. Alter, das ist wunderbar. Schönes Schiff. Wer sowas mag, kann man sich kaufen und locker wegbauen. Man braucht aber auch ein bisschen Platz, um das irgendwo hinzustellen.